Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Road to Knife Unboxing. Selten kommt sie, aber sie kommt dennoch immer wieder, weil Knife ziehen wir ja nicht. Heute hebeln wir aber wieder 10 Kisten auf, und zwar sind es 10 Shellwrap Kisten. Und am Ende gibt es auch nochmal ein Giveaway. Es werden 3 M4A1S Dezimeter in Fieldtested für Giveaway. Aber alles zum Giveaway machen wir dann am Ende vom Video. So, wir hebeln jetzt erstmal die 10 Kisten auf. Und ich meine, es wäre mega gönnulant, wenn wir hier oder ich hier ein Knife ziehen würde. Oder die AK in FN, nehme ich gleich mit. Fieldtested. Okay, schade. Leider kein FN. Weil wenn ich schon von den Sternen nichts bekomme, wäre es halt nice, hier was rauszuziehen. Weil ich gehe auch mal davon aus, dass die Knives am Ende der Operation ziemlich durch die Decke gehen werden, beziehungsweise einfach im Preis noch mehr steigen werden, so wie alle anderen Skins von der Collection, beziehungsweise alles andere von der Operation. Oder die AWPs der Defend. Die glaube ich auch nicht mehr für unter 600-800 Euro weg, sowas. Also weg bekommst du halt selten. Zweimal Violett, okay. Wir haben immerhin nicht 10-mal Blue. Gab es ja auch schon das ein oder andere Mal. Ziemlich oft sogar. Das ist dann nicht so nice. So, Scar 20 ist auch Schmutz. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Kisten rausgelegt. Aber die AWP, viele finden die AWP nicht so nice, weil einfach denen gefällt halt das Grün nicht. Da schon Kombinationen gesehen, wo die halt, sagen wir mal, wenn in Photoshop halt bearbeitet wurden, in Rot oder in sämtlichen Farbpalette halt durch. Okay, Purple again. Vielleicht kann ich ja dann einen Trade-up machen auf Pink. Wenn ich immerhin noch ein paar Mal Purple bekomme. Aber es wird jetzt die Nova, wow. Und wie geht's euch momentan in der Corona-Krise? Ich meine, ich bin ja jetzt momentan im, weiß nicht, Urlaub oder wie kann man dazu sagen? Also ich lebe derzeit den, oh, bleib stehen. Lebe derzeit den Grind. Ich stehe auf, ich zock CS, mach vielleicht was für ein Video. Meistens zocke ich noch mehr CS und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. 3 Keys, 3 Cases. Game, komm. Belohne mich dafür. So viele Stunden in CSGO und ich ziehe hier nur Müll. Nein. Ich weiß nicht mal, wie die alle. Oh mein Gott, die AWP. Bitte, wieso? Wieso bekomme ich die AWP nicht? Game, was los? Ich schreibe nochmal die AWP. So, letzte Case, Blind Edition. Hat sich jetzt nicht gut angehört. Ist auch wieder Bra. Oh mein Gott, okay, das waren schon die 10 Kisten. Wir haben 1, 2, 3, 4 mal Violett. Naja, hätte besser laufen können. Aber hätte auch viel schlimmer laufen können. Ich habe nur 3 Items, was ich für den Contract verwenden könnte. 1, 2, 3. Das wäre halt ein bisschen unvorteilhaft. Das andere sind Playskins. Ja, egal, dann gibt es keinen Contract. Na gut, dann kommen wir jetzt zu dem Giveaway. Gezogen haben wir nichts. War irgendwie auch vorhersehbar. Aber wie gesagt, es werden 3-mal eine M41S Dezimeter in Fieldtested für Giveaways. Was ihr machen müsst, um bei dem Giveaway mit dabei zu sein: Ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein, ihr müsst dieses Video positiv bewerten und ihr müsst den Kommentar unter diesem Video
posten, kommentieren halt. Es zählt nur ein Kommentar, wenn ihr mehrere Kommentare postet, wird dennoch halt nur eins gewertet. Und das Giveaway wird laufen, sage ich mal, 2 Wochen. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr bis jetzt so gezogen aus den Shadowrap-Kisten bzw. von der Operation generell? Gibt es bei euch irgendwelche Boys, die was da reingelackt haben? Oder geht es euch da insbesondere eigentlich genau nur so wie mir? 2,5k Sterne? Nothing. You get it. Nothing. Kisten habe ich auch schon ein paar aufgehebelt. Ich meine, die meisten habe ich mir behalten. Wo sind sie? 113 Stück habe ich noch an Kisten. Die werde ich mir aufheben. Vielleicht steigen. Also, vielleicht, die werden durchaus auch steigen nach der Operation. Und die Frage ist halt, wie weit. Und ja. Aber im Großen und Ganzen, ich bin ziemlich unlucky unterwegs. Wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Luck hattet oder habt. Oder ob euch da schon was gedroppt worden ist. Und was macht ihr jetzt momentan in der Corona-Krise? Seid ihr arbeiten oder zählt ihr zu den Glücklichen, sage ich mal, was jetzt zu Hause sitzen und einfach nur zocken oder leben, enjoyen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann sage ich euch noch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.